Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. So, ja, wir sind eigentlich schon fast aus der Grotte wieder raus. Ich will aber hier auf jeden Fall zwischendurch noch eine Kleinigkeit erledigen. Ich werde auch euch zeigen, um was es da geht. Auf jeden Fall, weiter geht's. Die eigene Glocke zerfällt zu Staub. So, wir sind jetzt hier rechts in den Raum und müssten eigentlich genau hier die Mokris treffen. Das Ehepaar hat sich wieder getroffen. Kuponüsse sind lecker. Kupo. Schmecken dir Kuponüsse auch so gut? Na klar. Ey, du gefällst mir. Mal sehen, was sie sagt. Vielen Dank nochmal, Kupo. Von jetzt an können wir bestimmt ein glückliches Eheleben führen. Ich gucke mal, was die hier haben. Ich hätte so gerne einen Brief. Auf jeden Fall können die uns nichts geben. Wir werden ein Zelt benutzen. So. Und abspeichern. Ich speichere Kupo. So, jetzt werde ich euch gleich ein wenig meinem Plan näher bringen. Und zwar ist es jetzt wichtig, also ich werde jetzt erstmal speichern, wie ich es ja jetzt gemacht habe. Wir versuchen jetzt in einem Zufallskampf zu kommen und Quina zu töten. Klingt übel, muss aber sein. Noch einen Augenblick. Kupo. Kupo. Nimm das hier als Zeichen meines Dankes, Kupo. Jetzt haben wir die Messias-Glocke. Und bring mir doch noch wieder ein paar Nüsse vorbei, Kupo. Gut, können wir das auch? Leider nicht. Egal. Ja, wir machen mal, also wir gucken mal, dass wir jetzt hier in der Zufallskampf kommen. Ich werde Quina in diesem töten. Von mir aus. Und ja, gut, ich zeige euch das gleich, wie ich das meine. So. Erstmal natürlich, oh ja, Vivi kann eigentlich mal angreifen. 666. Warte, erstmal Zidane. Sie kann sich, oder er, kann sich selbst angreifen. Und dann hier noch Freya. Okay, sie haben jetzt auf jeden Fall tot. So wie wir es wollten. Rotationsklinge. Geht schon. Okay. Schön, schön. So, was jetzt wichtig ist, ihr geht zurück in den Raum, wo die Mokris sind. Speichert dort nochmal ab. Ganz wichtig, ihr müsst jetzt, bevor ihr Quina wiederbelebt, speichern. Weil, wenn es schief geht, müsst ihr halt neu laden. So. Na, komm her. Genau, speichern. Gut. So, und jetzt drückt mir die Daumen. Beziehungsweise, näher. Wir probieren es einfach. Wenn wir jetzt Quina wiederbeleben, darf sie maximal 1 HP haben. Fragt mich nicht, wieso. Ich habe das selbst nur so gelesen. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt klappt. Yes, es hat geklappt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt speichern wieder. Also wenn das geklappt hat, dann könnt ihr wieder speichern. Ansonsten müsst ihr halt neu starten und es nochmal probieren. Deswegen müsst ihr halt, bevor ihr den wieder belebt, speichern. Ganz wichtig halt, ne? So, okay. Das ist auf jeden Fall das Nächste, was wir machen mussten. Dann kommt wieder etwas und zwar, ja, erstmal weg hier. HP muss ich gleich auch nochmal heilen. Wir gucken jetzt mal, er hat jetzt die Gemini-Stiefel. Na gut, okay, das ist jetzt nicht so. Aber er kriegt jetzt auf jeden Fall den Korallenring. Das ist auch der Grund, wieso der so wichtig für uns ist. Weil der uns jetzt im Kampf ziemlich helfen kann. Oh Gott, nicht heilen. Nicht heilen.
So, und jetzt speichern nochmal. Jetzt haben wir ja alles vorbereitet. Und gleich kommt's, worauf ich eigentlich hinaus will. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt gleich beim ersten Mal klappt, weil es kann nämlich passieren, dass man ein bisschen das Pech hat, dass Quina gleich getötet wird. Wir probieren es aber einfach mal. Es wird schon klappen. Und dann seht ihr auch, was jetzt eigentlich passiert. Draußen ist es gefährlich, Kubo. Ja, sehr, sehr gefährlich. Und zwar sind das nicht normale Gegner, wie wir sie bisher hatten, sondern es ist schon etwas härter. Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich im Wald... Okay, hier komme ich auf jeden Fall wieder an Gizamalukes Grotte rein. Oh Gott, wünscht mir Glück, wünscht mir Glück. Ich hätte hier draußen eigentlich auch mal speichern können. Naja, das mache ich dann gleich. Okay. Ist das... Ja, das ist der Richtige. Glaube ich jedenfalls. Doch, es müsste eigentlich der Richtige sein. So, und zwar müssen wir das jetzt so machen, dass wir mit Quina Kugelblitz machen. Das ist auf jeden Fall etwas anstrengend. Blitzgarner, das ist nie so doll. Bitte nicht auf alle. Doch, auf alle, ist ja klar. Okay, Moment. Deswegen braucht ihr diesen Dingens da. Wir probieren nochmal Phönixfeder. Komm, ein HP bitte bloß. Sechse gleich. Wir probieren es einfach mal, weil ich es eben mich selbst noch nicht weiß, was es eigentlich bezwecken soll. Aber es sieht bösartig aus. Es sieht echt bösartig aus. Blaumagie. Na klar. Und noch einmal. Es wird wahrscheinlich eher wieder so ein Moment sein, wo ich neu starten muss. So. Eigentlich sollen ja auch alle lebendig sein, damit auch alle die EXP bekommen. Ja, ist jetzt mal langsam gut. Kann er nicht wahr sein. So. Kugelblitz wäre hier. Oh Mann. Was ist denn das für Mistvieh? Naja. Zur Not muss ich es echt so... Also wenn der das jetzt nochmal macht, dann raste ich aber aus hier. Da starte ich neu. Starte ich wirklich neu? Okay, Neustart. Gut, egal. Ich werde den Part Karten an der Stelle... ist zwar jetzt erst 7 Minuten, aber ich werde ja dann eh was dranhängen. Und zwar, wenn es soweit geklappt hat... genau, da brauche ich jetzt auch gar nicht neu starten. Wenn das soweit geklappt hat, zeige ich euch dann, wie es weitergeht. Beziehungsweise was passiert. Okay, also bis gleich dann und ja, bis dann. So, okay, ich habe jetzt kurz am Anfang des Kampfes nichts gesagt, weil ich weiter aufgenommen hatte. Auf jeden Fall haben wir es jetzt soweit geklappt. Es ist halt immer eine Glückssache, was für Attacken der anwendet.
Wir machen jetzt hier den zweiten Kugelblitz gerade und eigentlich müsste das sein Ende sein. Jedenfalls wollen wir es einfach mal hoffen. So, genau, der ist hinüber. Und jetzt seht ihr auch, wie viel EXP wir bekommen. Moment. Wir sind zwar zu viert, was dann jetzt nicht ganz so viel bringt, aber es bringt auf jeden Fall eine Menge. So, kriegen wir 8802 EXP und 3 AP. Und das sollte uns auf jeden Fall ein bisschen Level uppen. So, fein, ganz klasse. Genau, und das werde ich jetzt gleich offscreen noch eine Weile weitermachen. Das heißt, der Part ist jetzt hier vielleicht ein wenig kurz, aber ja, naja, muss auch mal sein, ne? Okay, also ich werde jetzt nochmal fix heilen, da dürft ihr noch mit dabei sein. Okay, mal heilen, heilen, heilen. Ach, hoffentlich ist bald jemand dabei, der heilen kann. Hm, lieber das. So. Das noch. Hier ganz, ganz, ganz viele HP. Und ihre HP bleiben so, seine eher gesagt. Und ich hole nochmal die Mokri her zum Speichern. So. Okay. Gut, ja. Wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder. Und entschuldigt für den kurzen Part, aber ja, es kommt ja auch dem Spiele dann zugute. Also bis dahin, ciao, ciao.